Healthrise Sprechstunde. Sie haben die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und nun zu der Frage. Vielleicht manch einer den Verdacht hat, vielleicht an Diabetes zu leiden. Bei welchen Symptomen sollte man Alarm schlagen und zum Arzt gehen und sich testen lassen? Ja, also viele Patienten erzählen mir dann, ich habe das gemerkt, ich habe so gesteigerten Durst gehabt plötzlich. Ich könnte teilweise trinken. Das war schon sehr krankhaft und auffällig. Das haben sogar Patienten immer wieder berichtet. Dann häufiges Wasserlassen ist ein typisches Symptom, wenn man immer wieder auf die Toilette muss. Dann, wenn man plötzlich trockene Haut hat, der Körper so ausgetrocknet ist, ist ein typisches Symptom. Die Gewichtsabnahme, das kann auch ein Symptom sein von Diabetesmanifestation. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsschwäche sind so typische Symptome. Manche Patienten berichten auch von Sehstörungen. Gerade am Anfang, dass sie plötzlich nicht mehr so gut sehen können, oft Muskelkrämpfe bekommen. Das sind so typische Symptome, da sollte man an Diabetes denken. Und das ist dann aber auch relativ schnell feststellbar durch Testung des Blutes, oder? Ja, also das kann man sehr schön testen. Wir bestellen den Patienten meistens nüchtern zu uns in die Praxis und machen einen nüchtern Blutzuckertest und einen HbA1c-Test. Das sind so typische Diagnostikparameter, da kann man sehr schnell sehen, ob jemand auffällige Blutzuckerwerte hat oder auch einen auffälligen Langzeitwert, diesen HbA1c-Wert. Da kann man sich Leute entscheiden. Es gibt einen geringen Anteil, die kann man bei diesem Test nicht feststellen, wenn die so grenzwertige Werte dann haben. Die laden wir dann meistens ein zu einem Zuckerbelastungstest und dann sind die Patienten auch so mindestens 2-3 Stunden bei uns in der Praxis. Und wenn man nicht so ganz sicher ist oder grenzwertige Werte hat, kann man durch diesen Test nochmal da schon Klarheit bringen. Und das sind so typische Diagnostikparameter, die wir in der Praxis anwenden. Wenn die Werte grenzwertig ausfallen, was kann das für Gründe haben? Hat das vielleicht auch etwas mit dem Stadium zu tun, wie weit das Diabetes schon fortgeschritten ist oder ist das davon völlig unabhängig? Also das kann natürlich Anfangsstadium sein. Wir sagen auch, sprechen auch von einer gestörten Glukosetoleranz. Das heißt, der Prädiabetes, also Vorstufe von Diabetes, meistens so an, dass man erstmal so grenzwertige Werte hat. Der Arzt sagt, na ja, das ist so an der Grenze, das ist noch kein Diabetes. Da gibt es oft immer auch Unsicherheiten bei den Patienten, die dann zu uns kommen und fragen, habe ich jetzt Diabetes oder habe ich keinen Diabetes? Ja. Das kann man so behandeln, dass praktisch der Diabetes auch, wie Sie schon gesagt haben, schon stadienhaft ist und dass das Anfangsstadium von Diabetes ist. Und diese Phase ist eigentlich sehr wichtig, weil hier kann man sehr viel tun, bevor der Diabetes sich manifestiert praktisch. Und wir sprechen dann immer von Vorstufe oder vom Prädiabetes. Und da ist es wichtig, dass man in dieser Phase auch auf die Ernährung achtet und sorgt, dass der Diabetes sich nicht manifestiert.